Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Seht mal, der Kerl da drüben starrt uns an. Mir gefällt ganz und gar nicht, wie der aussieht. Hey, solche Typen gibt's zuhauf hier. Und die sind ziemlich viele, davon sind nett. Hm. Ach gut, gehen wir rüber und stellen ihm ein paar Fragen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Miss Layton. Er könnte gefährlich sein, nur weil er so aussieht. Ja, ich denke auch. Ich wette, der ist eigentlich voll der nette Typ. Ja, eben, hier sind auch voll viele lieb. Und nur weil sie Punks sind, ist es... Ja. Werden die gesuchten Informationen nie bekommen, werden wir uns vor allem fürchten, Ernest. Auf jetzt! Ja, der Typ ist eigentlich voll der... Voll der vorurteilsbehaftete Typ. Mhm. Aber dafür finde ich jetzt Catriel natürlich in der Hinsicht... Etwas besser. Etwas besser, ja. Mehrere Zeugen behaupteten, Redman würde nur nachts auftauchen. Natürlich werden da ja die meisten Verbrechen begangen, aber bedeutet das, dass er niemals tagsüber auftaucht? Ja, er hat einen Job. Ja. Ja. Okay, jetzt erstmal... Den gruseligen Herumlungerer. Also ich finde das ja echt gemein. Ja. Also wir sollen also Dings verhören. Nochmal, Schnobert. Er läuft weg. Hm, verdächtig. Er scheint uns ja absichtlich auszuweichen. Warum kam er uns dann hinterher? Sollen wir versuchen, ihn uns zu schnappen, Cat? Natürlich. Jetzt müssen wir fragen, warum er vor uns weggelaufen ist. Er ist doch die Straße heruntergelaufen. Alles klar dann, ihm nach. Kommt ihr beiden. Fangen wir ihn. Essen wir ihn. Ah, schön. So, Karte. Catriel. Bestimmt hat die Stadt einfach nicht so viel für das Viertel getan. Mhm. Und das wäre ein Fall für Lovoni da. Ich habe den Eindruck, in Bowlin Hill oder Bowlin Hill... Glaubt man nicht an Straßenbeleuchtung? Nein, anscheinend nicht. Die meisten andere... Die am meisten andere Stadtteile. Ja, Teile der Stadt, das ist eher echt. Ah, und sowas, und für sowas gebe ich Geld aus. Sind bei Nacht hervorragend ausgeleuchtet. Und das sogar zweimal. Wegen der iOS-Version, die ich mir kaufen musste, um an die Dateien zu kommen. Und schau dir den ganzen Müll an, den die in die Textboxen schreiben. Ich fürchte, die Gerüchte sind wahr. Das hier ist ganz und gar keine gute Gegend. Hast du etwa Angst, Ernest? Nun, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, ich bin nur vorsichtig. Wollen wir wirklich Leute anhalten und ihnen Fragen stellen, Miss? Auf jeden Fall. Schließlich sagen uns doch alle, dass Redman sich meistens in dieser Gegend herumtreibt. Also haben wir auch die besten Chancen, jemanden zu finden, der ihn getroffen hat, oder nicht? Ja. Bestimmt hilft allgemein in dieser Gegend aus. Ja, vielleicht sind die alle sehr nett in dieser Gegend. Ja. Oh, hier, Mülleimer hat... Laterne. Ja, Laterne welche? Die links. Links, hier, okay. Rätsel! Fenster, wo? Straßenschild. Straßenschild? Nein, nicht Straßenschild, Ladenschild. Ladenschild. Alles klar. Nicht vergessen, wir haben dann noch eine Hinweismünze zu finden. Ja. Ziemlich schwierig, das Schild im Dunkeln zu lesen, oder? Die bräuchten hier ein Neon-Schild. Das würde man meilenweit sehen. Neon? Oh, ich hasse Neon. Ja. Oder muss ich an ein Rätsel denken? Ich frage mich immer, wie... Findet Neon. Ich frage mich immer, wie Leute das tragen können. Ich sehe andauernd Leute in meinem Alter, die tragen... Neon-beleuchtete... Neon-Schuhe. Ich dachte mir schon, neonbeleuchtete Schuhe, aber ich hätte jetzt... Aber pink-neon oder gelb-neonfarbene Schuhe. Und ich bin einfach nur so, nein. Oh. Nein, nicht. Neonlichter. Neon, der Auserwählte. So. Wir haben hier einige Neon-Schilder. Eins der drei Schilder ist nicht eingeschaltet. Auf jedem Schild sind zwei Buchstaben, die in einer einheitlichen Weise aufgereiht sind. Welche Buchstaben stehen auf dem dritten Schild? Gib die Buchstaben in die beiden Kästchen ein. A. Also A gehört nicht dazu.
Das ist gemein! Fuck! Scheiße, ich hab's falsch. Okay. Ich kann's nicht schreiben! Es gibt's nicht! Scheiße, ich hab gedacht, Coffee. Na, was? Ach so, oh. Nein. Ich hab es! Ja. Das gibt's doch nicht! Mal langsamer als du, weil das die ganze Zeit nicht mein Haar angenommen hat. Aber okay, den Punkt kannst du haben. Das war halt. Das war mein Pech und. Das, ich muss schreiben können. Ja, also es war. Ich hab halt gedacht, es ging wirklich um Lernshit und ich hab gedacht, man kann das C nehmen. Und aus dem C kann man auch mit dem anderen O bilden und dann kann man zwei F nehmen und dann kriegt man vielleicht zwei E's noch irgendwie hin, so Coffee. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach nee, C, D, E, F, G, H. Ja, C, D, E, F, G, H. Ja. Oh Mann. Du hast die hellste Birne, C, D, E, F, G, H. Da die Neonschilder jetzt eingeschaltet sind, kann man die Buchstaben viel leichter erkennen. Ändern. Ja, ändern. Und ich hab die 31. Ja! Eigentlich ist dieses Schild hier perfekt geeignet für die Gassen von Bowling Hill. Neon Anderson? Aber warte mal, hieß der nicht eigentlich... Aber wie hieß denn Mr. Anderson in Matrix eigentlich mit Vornamen? Ich hab Matrix nie gesehen. Ja, nein, am besten mal an den Chat. Aber nicht googeln. Wenn es jemand nicht weiß, dann ist halt so. Aber wie, Mr. Anderson, ja, aber wie hieß der mit Vornamen? Das ist irgendwie, ist ja auch egal. Weil man, ich habe immer nur im Kopf so, Mr. Anderson. ja, was? Hab ich schon. Okay. Neon wäre für so einen Ort vielleicht ein wenig übertrieben. So ich denke in dem Fenster. Nein. Nein. Das ist kein... Das ist kein sehr einladender Ort. Er ist schlicht, fast schon trist. Oh. Vermutlich leben Leute hier, aber ich kann kaum wen erschnüffeln. Thomas Anderson könnte sein. Oder gehen wir jetzt von Thomas Edison? Thomas Edison gab's auf jeden Fall. Aber Thomas Anderson sagt mir auch. Könnte vielleicht, dass er das Neo so hieß. Ich habe das Gefühl, als ob uns wer beobachtet. Ich bin mir aber sicher, dass ich mir das nur eingebildet habe. Oh, eine andere Laterne. Welche? Die hier? Oh! Schlecht. Okay, sonst müsste eigentlich nichts. Ja, außer vielleicht hier in dem Fenster. Dieser Laden scheint der einzige zu sein, der hier noch offen ist. Ein ziemlich heruntergekommenes Loch. Und dieser Laden erst. Sie hätten mehr Kunden, wenn sie den Laden etwas heller machen würden. Dieser Laden wirkt, als ob er schon sehr, sehr lange hier wäre. Okay, so und jetzt zu... Howards Mutter! Howards Mutter! Entschuldigen Sie bitte, ich belästige Sie nur ungern, aber wir suchen Leute, die Redman gesehen haben. Redman Song, Sie Jungchen? Oh, ei, den hat man in Bowling Hill schon oft gesehen. Schon oft, wirklich? Aber klar doch, einmal hat er mir sogar geholfen, wissen Sie? Wir würden gerne mehr darüber erfahren, wenn das möglich wäre. Das lässt sich machen, Miss. Es muss inzwischen... Ach, Sean Butcher. Oh, dann ist das doch ein Kerl. Das lässt sich machen, Miss. Nein. Es muss inzwischen wohl 6 Monate her sein. Nein. Warum? Ja, okay. Hey, komm zurück, du kleiner Knurrhahn. Gib das wieder her. Wer bringt das schon? Was bringt das schon? Der ist zu schnell für mich. Wo bleibt die Hilfe, wenn man sie mal wirklich brauchen könnte, hä? Toya sieht aber ein bisschen anders aus. Aus dem Untergrund. Was? Ja. Toya ist aber ein bisschen anders. Ja, sieht jetzt eher aus wie Randall. Nein. Aus dem Untergrund steigt er auf wie ein Tier. Schurken und Bösewichte verschütten ihr Bier. Die Mucki Maus der Gerechtigkeit ist hier. Da na 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 na. Da na 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 na. Redman! Nichts entgeht meinen scharfen Ohren. Ich hörte die Rufe, ich hörte Rumoren. Welches Übel hat hier denn nichts verloren? Das ist doch... Nein, bitte, lass es nicht. Lass es doch nicht doch. Es ist Sniffler, glaube ich. Nein. Ich bin der Meinung, weil der hat auch gereimt. Aber Ballonkopf.
Redman, das ist ja wirklich kaum zu glauben. Ich stand 2 Stunden an dafür. Ich jetzt. 2 Stunden, um mir dieses Spezial-Sandwich zu kaufen. Und dann kommt dieser freche Köter und schnappt's mir einfach aus der Hand. Was für ein Desaster. Was für ein Dreck. Aber Redman macht das schnell wieder weg. Ich erwische den Dieb des Snacks. Und dann hab ich mit ihm... Halt sofort an, du Hündchen. Jetzt schlägt ein Stündchen. Die Gerechtigkeit siegt auch heute. Die Töle gibt sie auf, ihre Beute. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie sowas macht. Und ich habe keinen einzigen Schlag angebracht. Die Gerechtigkeit trägt den Sieg davon. Und Redman braucht keinen anderen Lon. Aber stimmt, von der Statur kann das Sniffler sein. Oh Gott sei Dank für Redman. Ja, sie sind ein echt dufter Typ. Oh ja. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha nee, ha ha ha. Ha 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 ha. Aber kann schon sein von der Statur. Schade. Plot Twist, es ist Grosky. Ja, es ist, ja, von der Statur her würde es auch passen. Fehlen nur noch die Brusthaare, die man jetzt nicht sieht. Und so hat es sich zugetragen. Ich bekam mein kostbares Schwarzbier zurück. Und das hatte ich nur Redman zu verdanken. Ich wusste ja gar nicht, dass Redman den Leuten auch bei Sandwich zwischenfällt. Ja, der arbeitet sogar bei Subway. Redman hilft jedem, der Hilfe braucht. Nur hat ihn in letzter Zeit niemand mehr gesehen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was ihm zugestoßen ist. Also selbst hier in Bowlin Hill hat man Redman eine Weile nicht mehr gesehen. Oh, aber ich hab hier in der Gegend auch schon andere berühmte Leute gesehen. Wirklich? Wen zum Beispiel? Zum Beispiel dieser stinkend reiche Knilch mit der Brille. Wie hieß er noch? Ah. Heißt er noch? Ach, das war's. Khan! Robert Khan! Sie meinen, dass Sie Mr. Khan hier in Bowling Hill gesehen haben? Ja, und sogar sein Zwillingsbruder, nee, sein älteren, jüngeren, was auch immer Bruder, Oliver. Oder auch sein anderen Bruder, Shia. Oder sein Vorfahren, Genghis. Oh, sicher doch. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was so ein Jungchen hier zu schaffen hat. Das kann ich auch nicht. Aber ich frage mich, warum er wohl so oft herkommt. Keine Ahnung, aber ich würde ihn gerne mal fragen. Ja. Ja, nun, jedenfalls haben wir bestätigen können, dass Redman in den letzten Monaten auch hier nicht mehr gesichtet wurde. Lass uns mal überlegen, wie machen wir jetzt weiter? Wir fragen mehr Leute. Da ist dieser Typ, der vorhin weggelaufen ist. Und er ist wieder weg. Oh ja. Ich hab noch einen Verwandten von dem Herrn Khan. Peli. Warum schüttelst du immer den Kopf? Ach Mann. Wortwitze. Na und? Mark hat's toll gefunden. Er hat auch sowas gesagt. Ich sollte sowas nicht sagen. Es wirkt fast, als ob er uns ausspionieren würde. Dann steht da einfach nicht so rum. Ihm nach. Und er rennt wieder weg. Wetten. Klack, klack, klack. Ja. Er ist wieder einfach verschwunden. Ich glaube, er ist da die Straße runter. Sollen wir ihn weiter verfolgen, Miss? Natürlich, wir können ihn ja nicht entkommen lassen, oder? Ja, weil er strafbare Sachen gemacht hat, wie weglaufen. Und weiter. Sackgasse. Er hat uns dorthin gelockt, denn jetzt kann er... Das ist bestimmt sein Zuhause. Nein, was? Das ist eine Sackgasse. Eine dunkle Sackgasse. Mit Mark wären wir aber noch beim ersten Fall. Stimmt. Jupp,
Mit Sicherheit kein Ort für jemanden wie Sie. Ach Mann, ich hätte mich gefreut, wenn der denn wäre. Sie haben hier in der Gegend nichts verloren, Lady. Nicht, wenn Sie Ihr hübsches Gesicht behalten wollen, klar? Pass auf, Cat, der riecht mächtig nach Ärger und nicht nur danach. Ach Mann, hätte da nicht nett sein können? Ja. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Eine englische Lady hört nicht auf lächerliche Drohungen. Sie meinen wohl, Sie wären hart, was? Wie hart bist du? Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Ich habe heute eine Schüssel Nägel zum Frühstück gegessen. Ja und? Ganz ohne Milch. Oh, kommen Sie rein, Sir.